Willkommen zu einer weiteren Runde Pioneers of Paragonia. Leider braucht der Leuchtturm da doch ein bisschen länger, als ich das in der letzten Folge gehofft hatte. Bin davon ausgegangen, wir kriegen den locker in einer Folge fertiggestellt. Das war dann leider doch nicht so. Das gute Teil ist immer noch im Bau. Und wie immer suche ich das gute Teil. Aber irgendwo waren hier. Wo war es denn jetzt? Irgendwo war hier ein Jäger. Ah, da ist er ja. So, da ist der Turm. Mittlerweile bei 49%. Ich hoffe mal, dass wir das jetzt in dieser Folge schaffen. Ansonsten. Ja, also noch eine Folge. Mache ich dann nicht. Dann wird die Folge hier unter Umständen etwas länger, als das normal so der Fall ist. Wir hatten in der letzten Folge immerhin das Handelsposten-Dingsbums war uns fertiggestellt. Wo ist er denn jetzt? Da, genau. Handel ist auch im Gang, sehe ich gerade. Wir hatten ja Handelsträger, da hatten wir ja geordert. Und die Geschichte mit dem Leder läuft schon mal. Dann wollen die irgendwie Silbermünzen von uns haben. Eine Münzprägerei hätte ich. Daran soll es nicht scheitern. Die Frage ist, wo finde ich denn hier irgendwie Silber, das man noch abbauen kann? Wir haben Silber, das weiß ich. Da zum Beispiel. Eisentagebau. Hatten wir nicht auch hier irgendwo... Nee, das ist ein Steinbruch. Hier ist Silbertagebau. Wir haben doch alles. Wir haben alles. Wo ist die Münzprägerei? Arbeitet die nicht? Handelsposten haben wir da. Ich meine, gut, das ist alles ein bisschen weitläufig, das gebe ich zu. Ist einfach den Umständen entsprechend geschuldet. Wir haben 16 Silbermünzen. Oh. Oh. Oh, sagt er. Das heißt, wir hätten das auch machen, schon anschmeißen können. Ja gut, wir haben jetzt mit dem Leder angefangen. Man muss mit kleinen Dingen anfangen. Man muss ja nicht direkt so großprotzig durch die Gegend laufen. Ne? Das ist ja nicht erforderlich. Kann ich vielleicht beides machen? Guck mal. Wir probieren Dinge mal einfach mal aus. So, wir haben... Da ist immer noch die Glücksschmiede. Die da Dinge... Von denen kriegen wir dann auch Smaragde. Holzsperre und Smaragde. Okay. Das ist die Frage. Wenn ich einen Handel aktiv habe und ich stoße einen weiteren Handel an, wird der andere dann in dem Augenblick inaktiv? Folgendes, ich speichere einfach mal. Jo, Spiel speichern. So, mein Speicherplatz, bla bla bla. Zurück zum Spiel. Und dann machen wir das einfach mal. Ich guck mal, dass ich hier. Was war das? Silber, ne? Genau, wir starten das. Ah! Sehr gut, man wird gewarnt. Handel beginnen, Fragezeichen. Sicher, dass du diesen Handel starten willst? Bereits aktiver Handel wird abgebrochen. Wenn Handelsträger gerade unterwegs sind, werden sie ihre Waren sofort fallen lassen und in dein Gebiet zurückkehren. Teilweise abgeschlossene Handelssegmente werden gespeichert für den Fall, dass der Handel später fortgeführt wird, aber Waren können vorübergehend in neutralem Gebiet verloren gehen. Es kann sein, dass ich das vielleicht sogar schon mal versucht habe. Der Text kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Wir machen das natürlich nicht. Schade, ich müsste also quasi einen weiteren Handelsposten bauen, obwohl, ja, ich glaube, selbst da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob das funktioniert. Es wurde noch Silbervorkommen entdeckt, das ist auch sehr cool. Ja, freut mich sehr. Und ihr habt gesehen, die wollen 15 Einheiten haben, Silber, also so 15 Truhen und wir haben davon jetzt schon 16 oder so, also das ist schon komplett abgedeckt. Da bräuchten wir also nicht weiter aktiv zu werden. Wir müssen jetzt halt den Lederhandel abwarten, den ich da angestoßen habe. Schade, schade, Schokolade. Aber ist halt so. So. Hier ist soweit jetzt alles fertig. Die Lager sind alle fertiggestellt, werden auch schon eifrig benutzt, wie ich hier sehe. Es kann aber nicht alles von hier kommen. Die müssten da teilweise Sachen von anderen Jagdhütten hier eingelagert haben. So sieht mir das aus. Ist aber auch egal. So. Auf jeden Fall bieten die einen gewissen Schutz hier. Naja, okay, ein paar Wildschweine rennen hier noch rum, aber das ist ja auch nicht schlimm. Da haben sie jetzt ein Reh erwischt.
Wie weit ist er denn jetzt hier? Immerhin 54% sind fertiggestellt. Was auch die Zeit? Ich hoffe, es reicht. Oh, jetzt ist das Ding auch hier komplett eingerüstet. Man sieht jetzt gar nichts mehr so von dem Gebäude. Was brauchen die denn noch? Stein immer noch. Das ist schon wieder hier rot. Warum ist das wieder rot? Okay. Nun gut. Wie sieht es hier mit dem Steinbruch aus, den ich da in Auftrag gegeben habe? Da ist das Personal unterwegs. Dann hat sich der Bau des Steinbruchs dann vielleicht doch noch gelohnt. Kalkstein sollen die nicht abbauen, aber normalen Stein und auch Stein produzieren, der hier entsprechend benötigt wird. Warte mal. Bevölkerung. Kann ich hier noch irgendwo so ein nettes kleines Häuschen hinsetzen? Meinetwegen noch zwei. Einfach mal so. Und die brauchen, ich glaube, eigentlich nicht. Doch, ich sehe hier gerade drei Wohnplätze werden benötigt. Also wenigstens drei Wohnplätze sind aktuell zu wenig. Dann war das mit den Häuschen bauen gar nicht so verkehrt. Da war das gar nicht so verkehrt. Ansonsten muss ich sagen, ja, die Geschichte hier, die war dann schon so ein bisschen anstrengender, in Anführungsstrichen, als das, was wir vorher hatten. Da hatten wir es ja schwerpunktmäßig mit Banditen und Dieben zu tun gehabt. Jetzt hatten wir ja dieses kleine Geplänker da mit den Werwölfen. Und ja, ich hatte mich halt hier mit der Produktion da so ein bisschen verrannt gehabt. Ne? Ich war da irgendwie dazu, nicht effizient genug. Vor allen Dingen hatte ich die Geschichte hier mit der Schatzkammer gar nicht auf dem Schirm. Das war dann auch so ein Punkt. Ja, dass entsprechend, wenn man hier halt entsprechende Schätze ansammelt, also jetzt beispielsweise Kupfermünzen, dass die dazu beitragen, dass die eigenen, ja, alles was so in Richtung Soldaten geht, Wachen geht und so weiter, dass die Leute halt etwas schlagkräftiger werden durch diese Geschichte mit dem Reichtum. Buskaffee. Und ich denke mal, das alles zusammen hat dann so ein bisschen den Ausschlag gegeben, dass wir dann die Geschichte dann doch in den Griff bekommen haben. Hier mit unseren, genau, hier haben wir ja noch rumrennen. Mit unseren Draufgängern, die wir benötigt haben. Da sind auch noch mal welche, ne? Da haben wir jede Menge jetzt, also verhältnismäßig, ne? Von dem, so was wir jetzt aktuell benötigen, ist es jede Menge, weil die brauchen wir im Augenblick gar nicht mehr. Wir haben die Insel größtenteils aufgedeckt. Es gibt ja noch so ein paar Flächen, die im Nebel liegen. Wo man eventuell vielleicht noch das ein oder andere tun könnte. So drei Wachtürme rum existieren. Da wird wohl auch die Grenze nach wie vor noch entsprechend verschoben. Aber hier kommen wir wahrscheinlich dann irgendwann auch an die Grenze dessen, was die zu leisten in der Lage sind. Hier habe ich beispielsweise nur... Moment mal, sind das unsere Leute? Ja. Denke ich zumindest. Das sieht ganz so nach aus. Moment, ich gucke mal ganz kurz hier auf der Karte. Dann kann man das ein bisschen besser... Nee, noch nicht. Das ist schon die andere Fraktion hier. Das ist das Nachbardorf. Ah ja, hier sieht man ja auch die Grenze. Alles klar. Alles klar. Was ist hier? Was liegt denn da rum? Ach, da waren die bislang. Da liegen noch die erbeuteten Sachen rum, die da im ihren Lager hatten. Kann ich noch irgendwo hin an mir? Wachturm von uns bauen? Der da irgendwas bringen würde? Wenn ich mir das hier so auf der Karte angucke, das würde, glaube ich, nicht gehen, ne? Also rein theoretisch ja. Das ist ja jetzt hier dieses Gebiet. Ich könnte hier einen Weg lang zimmern,
wenn man den denn bauen könnte. Aber hier sehe ich schon, dass das scheint Grenze zu sein. Ach so. Ich sehe. Also das würde oder müsste theoretisch gehen. Das ist natürlich jetzt jede Menge Holz dann noch im Weg. Die Frage ist, bekomme ich da überhaupt irgendwie einen Weg lang gebaut? Das gehört uns nicht, da kann ich nichts errichten. Hier würde ich theoretisch einen Turm hinbekommen. Würde ich sogar noch weiter hier reinziehen müssen. Aber es scheitert schon daran, wir haben hier die ganzen vielen Bäume rumstehen. Und da kriegen wir dann nirgendwo einen Weg durch. Das war, glaube ich, das Problem, was wir von vornherein schon hatten. Hier ist eine Jagdhütte. Ich könnte hingehen und sagen, ich setze hier einen Holzfäller hin. Warte mal, die Strecke da, die brauche ich nicht mehr. Das können wir einreißen. Hallo, geht's los? Jetzt. Irgendwie ging es gerade nicht. So, dann habe ich noch ein bisschen mehr Bauplatz. Ja, ist mir im Prinzip egal. Ich richte hier also quasi hier so eine Holzfällerhütte hin. Und könnte den Leuten sagen, pass mal auf, alles was da so an Bäumen existiert, das haut ihr mal schön weg. Da wird allerdings so ein Gebäude nicht reichen. Braucht auf jeden Fall noch Lager. Da und hier erst einmal. Moment, Laub. Sind da Laubbäume dabei? Einer. Na gut. Vielleicht der ein oder andere mehr, das kann sein. Egal, dann nehmen wir noch natürlich Nadelhölzer. Und dann können die sich da austoben. Theoretisch. Ich meine, wird jetzt auch nicht mehr allzu viel bringen. Ich hoffe ja, dass der Turm so langsam mal fertig wird. Apropos Turm und fertig werden. Wie sieht es hier aus? Sieben Einheiten Leder sind da, 6 sind auf dem Weg, 20 benötigen wir insgesamt, wenn ich das hier richtig sehe. 7 sind bereits geliefert worden. Ja, sieht doch schon nicht verkehrt aus. Wir sind hier immerhin bei 113% im Bereich Freund. Auf dem Weg zum Verbündeten. Und dann schaue ich mal, wie weit sieht's mit dem... 71%, was ist die Zeit? Die Zeit, die rennt. Hier, ne, die Lieferung hier, das ist immer noch nicht so, dass man sagen würde, oh, supi, alles klar, läuft. Einen Augenblick mal eben. Ich sehe das Problem. Wir kriegen hier nichts durch, ne? Oder? Oh doch, das geht. Könnte vielleicht ein bisschen helfen. Ein gegnerisches Lager wurde entdeckt? Da gibt's noch Banditen? Was geht denn jetzt ab? Wir haben hier noch ein Lager von Gegnern? Das ist ja witzig. Am äußersten Zipfel. Weißt du? Rechnest mit nichts Bösem mehr? Was hat hier da so ein paar Banditen rum existieren? Das ist ja sehr witzig. Scheint aber auch nur noch das Einzige zu sein. Ja, Moment. Wenn das so ist. Oha, oha, oha. Da ist natürlich jetzt wieder mal ein Jagd.
Instinkt geweckt worden. Hier und da. Mal so zwei Wachtürme hinsetzen. Die Frage ist, kriege ich die irgendwie hier angeduckt? Das kann lustig werden. Eieieiei. Moment, warum liegt mir das überhaupt? Dann ist mal so. Wow. Okay. Ja, dann ist jetzt aber erst eine just for fun. Also wenn der Leuchtturm da fertig ist, dann lasse ich dir da Banditen sein, aber das finde ich jetzt doch lustig. Muss ich ehrlich sagen. Nicht schlecht. Okay, wie weit sind wir denn hier mit dem Leuchtfeuer? Wie läuft die Zeit davon? Seht zu. So, hier ist jetzt auch Gott sei Dank nichts mehr rot. 16 weitere Steine sind auf dem Weg. Aber das alles noch nicht auf Maximum hier. Ne? Das zieht sich noch hin. Sollte das tatsächlich noch zu einer weiteren Folge führen? Das war jetzt so nicht geplant. Ich dachte, eine Folge fertig. Easy going. Sind dafür so ein Turm, sah, jetzt so ewig brauchen? Puh, schwierig. Tut mir ja ein bisschen leid, aber es ist, wie es ist. Ihr seht es ja selber. Und die brauchen halt ihre Zeit hier. Mann. Die letzten paar Meter, die machen die echt Schwierigkeiten. So zeittechnisch, ressourcentechnisch oder wie auch immer. Okay, ja gut, der Weg hat jetzt so ein bisschen was gebracht. Dann hätte ich dann doch schon mal ein bisschen eher gucken müssen. Aber ich habe gar nicht mehr gerechnet, dass ich hier überhaupt noch irgendwas in der Richtung hochgezogen bekomme in der Zeit, die ich hier veranschlagt hatte. Weil, wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, das geht jetzt zügig. Wer ist ruckzuck, ist der fertig. Ja, von wegen. Ja, sorry. Unter Umständen kriege ich hier noch vielleicht schneller die beiden Türme hier hochgezogen als alles andere. Aber das glaube ich, ist ehrlich gesagt weniger. Also dafür ist jetzt doch dann der Aufwand etwas größer, der zeitliche Aufwand, vor allem der lange Weg, der hier beschritten werden muss. Normalerweise müsste ich hingehen, wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt. Wo war das Teil? Nee, das Militär und so weiter und so fort. Kann es mir nicht merken. Handelslager? Nee. Haus? War auch noch nicht gebaut. Ist aber auch nicht das, was ich suche. Hier, so ein Baustellencamp würde hier auf jeden Fall Sinn machen. So von der Wegstrecke her. Ich bin, hier würde ich das, glaube ich, Moment. Hier braucht man irgendwie die Möglichkeit, ganz kurz. Ah! Ja. Das ist jetzt einfach nur, ne, einfach nur just for fun. Also. Nehmt das nicht zu ernst. Ich nehme im Augenblick halt noch die Dinge mit, die ich irgendwie noch mitnehmen kann. Für diese ganze Zeit, die wir hier noch brauchen. Um dieses Teil hier fertiggestellt zu bekommen. Ist ja unglaublich. 77%. Ja. Sorry. Also die beiden Wohnhäuser werden wahrscheinlich eher fertig als der Turm. Es passieren sehr komische Sachen. Es passieren ja sehr komische Sachen, insbesondere, dass hier noch ein gegnerisches Lager entdeckt wurde. Da kann ich mich gar nicht drüber beruhigen. Was kommt da noch? Ich meine, hier ist noch sehr viel Nebel, ne? Hier auch. Vielleicht gibt es sogar noch irgendwo Werwölfe, von denen wir nichts wissen. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir herausfinden sollten, ob da noch weiß ich, was alles existiert. Aber sonst wird man ja auch irgendwie ständig von irgendwelchen Leuten überfallen, solange die noch da sind. Aber ich vermute mal, die waren so weit vom Schuss oder sind halt noch immer noch so weit vom Schuss, dass die unser Dorf hier gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, oder noch nicht auf dem Schirm haben. Vielleicht ändert sich das gerade mit dem Bau der beiden Türme. Das kann durchaus sein. Ein bisschen mit der Steinmühle. Achso, Warenlager ist voll.
Oder ist der Steinbruch? Ja, ich verstehe, ich verstehe. Warte mal. Wir nutzen einfach mal die Gelegenheiten und die Zeit, die wir haben, um das ein oder andere vielleicht noch zu bauen. Beispielsweise hier so ein nettes kleines Lager. Da kann jetzt rein Stein und zwar Zement. Fertiger Zement kommt hier rein. Bietet sich ja an. Das ist ganz gut. Sehr schön. So, wie weit sind wir mit unserer Handelsgeschichte? Handelsposten, was sagst du? 14 Einheiten Leder wurden bereits geliefert. Wir müssen noch 6 liefern, um das Ding hier schließen zu können. Und davon sind 5 gerade auf dem Weg. Das sieht gut aus. Es kann also durchaus sein, dass wir zumindest die Ledergeschichte noch abgeschlossen bekommen. So dass wir die Silbergeschichte starten können. Wovon ich dann allerdings ausgehe, dass wir die dann nicht mehr abgeschlossen bekommen. Ja, das ist hier eine Entwicklung, da habe ich so jetzt nicht mit gerechnet. Wie so ein bisschen in Verlegenheit. 82%, das schaffen wir nicht mehr, in dieser Folge nicht mehr. Das ist, können wir knicken. Das können wir knicken. Ja, das ist, ich bin ein bisschen. Sorry, Leute, ich bin selber ein bisschen zerknirscht. Ich habe damit ehrlich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, oh gut, ne, es wird ein bisschen dauern. Ich habe gedacht, ja gut, eine ganze Folge kann ich mir durchaus vorstellen. Halte ich für realistisch, dass die, ne, innerhalb der Zeit dann das Ding da hochziehen werden. Ist ja nur ein Gebäude, ich meine, ein gut bisschen größeres Gebäude. Auch einiges an Ressourcen. Aber ich habe es jetzt nicht so als das große Problem gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt haben wir schon 2 Folgen dafür benötigt und das Teil ist immer noch im Bau. Erstaunlich, erstaunlich. Stein wurde entdeckt und Kohle wurde entdeckt. Das ist auch schön. Ja, wir entdecken immer wieder neue Dinge hier mit Pioneers of Pagonia. Es ist halt, wie es ist. Ich verspreche euch, die nächste Folge wird die letzte Folge sein. Sorry. Und dann werden wir auf jeden Fall mal schnell den Turm fertiggestellt haben. Alles andere, was da noch so nebenher läuft, ist eh optional. Ne? Also das ist jetzt nichts mehr Wildes. Ich will auf keinen Fall da jetzt noch großartig eine Aktion starten, hier mich mit den Banditen da anzulegen. Also das schenken wir uns also wirklich. Und das wäre jetzt also wirklich ein Witz, wenn wir das noch innerhalb dieser Bauzeit schaffen sollten, die dann auch noch dann wieder zu mähen. Aber das glaube ich ja nicht. Danke für eure Geduld, danke für eure Begleitung, danke für deine Begleitung, für deine Unterstützung. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und werden dann so langsam auch sicher mit der nächsten Insel dann anfangen können. Bis dahin wünsche ich euch immer alles Gute und genießt die Zeit.